Ich knöpfe den Kopf vor. Ah ne, wenn ich verrecke, muss ich wieder den Eingang machen, oder? Ah ne, jetzt wieder neuer Versuch. Dann hätte ich vielleicht auch in dem allerersten Boss denken müssen. Da ich mir schon so Sorgen machen. Oh, da muss ich aber den Gang machen. Oh. Stimmt doch gar nicht. Windows, Aqua, Terra. Feuer. Immer noch voll viel Fokus. Ja, verdammt, ich hab nichts, was irgendwie doch Gift gebraucht. Komm schon. Wow, Aspekt Fatalis. Guck mal, wie viel Schaden ich mache. Wie viel Schaden ich jetzt mache. Wollen gleich ein bisschen aufpassen. Ich mache gerade so viel Schaden. Um. Aua. Ich will mal ein bisschen Sicherheit sein, kurz. Ich hab's drei, ich bin durch, Mann. Du willst mich doch hier verarschen. Ich hab sofort drei gedrückt, ehrlich. Boah. Ich war so im Ars Fatalis Fieber. Ich musste ihn einfach damit kurz und klein hauen. Ah ja. Das ist der einfachste Spiellüchter von allen, genau. Und mit Terra öfter verreckt als ich den ganzen Spiellüchter auch bisher mit Aqua und Ventus reich bin. Das war voll daneben. Boah, hat mir gereicht, ausgezeichnet. Aber jetzt hier ein bisschen aufpassen. Ha, man ist unbesiegbar für eine kurze Zeit. Man ist also für eine ganz kurze Zeit unbesiegbar, hab ich doch gesagt. Jetzt kannst du mit denen kassieren, ne? Ja, ob da Ars Fatalis. Was zum Teufel? Ich hatte was volle AP, was soll denn der Scheiß? Alter, was ist das? Ich hatte noch fast volle AP, der hat mich mit einem Schlag hier weggehauen. Na für ein Scheiß. Let's go. Die Beine oder so angesehen. Gib mir deine Beine. Der hat dich jetzt einfach vor wie Terra, wie blöd die Zunge rausstreckt. Ja, kann ich halt abwehren. Kann ich. So, Ars Fatalis. Von den Dingern schon weg, gut. Das wollte ich jetzt nicht haben. So, jetzt aber. Also das hier. Ich will kein Risiko ein. Ach, du machst ja nur das hier. Oh. Ja. Lass mich damit nicht an. Was ist das? Nein, das hat den nicht erreicht. Fürs Eis. Ja. Ja, damit kannst du mich leider nicht so gut treffen. Dann einfach nur hier unten stehen bleiben. Ja. Was jetzt gar nichts mehr, Sehr gut. Feldspalter lernen. Ja. Weiß nicht. Bis auf ein paar billige K.O.s. War jetzt auch nicht so schwer eigentlich. Ja, ich trinke mal kurz was.
Und dann war es mit ihm. Got him. Irgendwie fühlt sich mein Herz jetzt doch schlimmer an, obwohl ich was getrunken hab. Boah. Oh yeah, I got you these tickets. For what? So, ihr enjoyt mal hier kurz die Cutscene, ich muss mal kurz was machen. He said to take two grown-ups. You mean us? Listen to me, Van. We need to get you home. It's okay, Aqua. Trust me, that guy in the mask is history. We'll never badmouth Terra again. You saw the boy in the mask? Yes? Vanitas. Ven, you let Aqua take you home. No way! I want to go with you guys. You can't. We have a dangerous task ahead of us. I don't want you to get hurt. So. And what is this dangerous task, Terra? It doesn't sound like what the master told you to do. Ich hab grad ein bisschen Hustensirup genommen. Wegen ekelhafter Zeug. Aber mein Hals ist wieder ein bisschen frei. I've been to the same worlds as you and I've seen what you've done. You should have put yourself so close to the darkness. Listen to yourself, Aqua. Terra would never. You mean you've been spying on me? Is that what he said to do? The master's orders? He was only. Aqua? I get it. Terra! Just stay put. I'm on my own now. All right? Terra, please, listen. The master has no reason to distrust you, really. He was just worried. So, Disney-Stadt. Da sollte vielleicht heute auch noch aufnehmen. Wo jetzt gleich noch was kommt, was jetzt nicht so... Ja, blöd, natürlich ist das schwierig. Master Zane. Weiß nicht, ob ich bisher geschnitten habe, aber mal schauen. You must be Terra. It's that old coot. He won't stop asking for you. I came all the way out here to get you, just so he'd clam up. Hi. What do you mean? Wo ist seine Augenklappe? Do I have to spell it out? Mein gelbes Auge. Xehanort, whatever he's called. You know, my prisoner. You're apparently not a very good liar. Master Xehanort would never let himself be caught by a thug like you. As if. I got the old coot at my mercy. See for yourself. I'm holding him underneath the outer gardens. You better show up before I lose my patience. Ciao. Ciao. There's no way to do it in this area. But no harm in looking. Ja. Er will mich ganz eindeutig in einen Fall locken. Am besten beiß ich an. So. Vitra. Okay. Halt, halt. Oh ne, ich hab kein Vita. Und Level, ne? Lero. Okay. Eisra. Nicht der Weg, den ich im Blick nehmen wollte, mit Schwertwurf, aber okay. Als Zeitgestalt braucht Attacken, das ist ja okay, das geht auf. So, und Giftklinge kann ich auch schon ballern. Und Vitra, ja okay. Und Zeitgestalt, ich habe fast gar nichts hier. Magia ist ausgezeichnet. Und Betäubungsklinge und, ja, und Feuerschlag. Und Leuchtgestalt, komm. Blitzableiter, das macht schon wieder keinen Sinn, aber was soll's. Würde mich eigentlich freuen, ich gehe dauernd irgendwie K.O. Ja, ich hab drei, ne? Verdammt. So. Ich sollte ehrlich gesagt alles nehmen, weil irgendwie mir meine Verteidigung und so durch irgendwelche Angriffe. So, Attacken hast und Magie, das ist nicht schlecht. Allgemein schlecht, allein wegen Vita schon. So. Wir werden den Part auf jeden Fall schneiden in zwei Parts. Komm, wir machen das hier. Ist so kurz davor. Ich weiß nicht, wie ich da
das Ding hochlevel, aber wir sind kurz davor. Ja, und aber ja, da ich den Part auf jeden Fall schneiden werde, kann man ruhig ein paar Gegner hier mitnehmen. Oh, 3 Erdbeeren. Boah, das ist nicht das, was ich brauche. Oh, verdammt. So, wie komme ich jetzt auf Feldspalter? Das ist, glaube ich, eine Stufe 2 Dingen. So auf jeden Fall nicht. Ist das fette Ding? Komm ich da hin irgendwie? Ah, Feldspalter. Wir werden, glaube ich, nicht viel davon sehen. Ich glaube, das ist noch eine gefährlichere, noch eine stärkere Version von Ars Fatalis. Da tauchen die Dinger nochmal auf. Nee, ne? Verdammt. Jetzt sehen wir gar nicht den Abschlussangriff von dem Teil. Oh. Nein, meine Kirschen. So, okay, weiter. Hm, ja. Noch ein Gegner so am besten. Komm, dann laufe ich jetzt mal dahin, wo ich jetzt hin muss. So. Dann will ich klassischen Dinger hier holen. Man immer irgendwie immer Feuersturm laufen und was weiß ich, stehen Schwertwurf. Ah, weiter. Dann. Dann, dann, dann. Ah, sind noch ein paar Gegner, die ich zu klein aus verarbeiten kann. Ja, nimm das. Kirsche 7, verdammt. Ist einfach weg. Pulverisiert. Sag doch mal hier. Ja. Felsspalter. Erstmal spalte ich euren Schädel, dann spalte ich den anderen. Mein Gott. Überleben gar nicht lang genug. Weil, boah. Ich will den Abschlussdingens davon sehen und ich komme nicht dazu, weil die aus meiner Reichweite sind schon wieder. Bin nicht gerade voll viele fette Typen aufgetaucht? Ja, wollte man sagen. Sag doch mal, Arsch. Schon wieder abgehauen da hinten. Ja, hier ist echt nicht gut, um, weil ich Abschluss angefühlt zu sehen, habe ich da gefühlt. Boah, bleibt ihr mal hier. Boah. Ich werde doch nicht mein Multifokus-Kommando an euch, hallo? Hey, hier sind wieder Leute. Felsenkluft, gut. Geht weg, jetzt kommt er auf mich zu. Ich hasse ihn nicht. Ich komme gar nicht dazu, den Abschlussangriff zu machen, weil ich die Viecher zu schnell fertig mache. Boah, als Folge. Was? Ach ja, ich glaube, die verfolgen einen sogar. So, gut. So, warte mal hier. Ich weiß nicht, was man hier machen muss nochmal. Nur keinen grünen Kommandostil. Machen wir weiter Goldrausch. Weil das dauert am längsten. Ich glaube, das zieht hier ein bisschen zu sehr in die Länge, aber was soll's. Wir schneiden hier schon in zwei Parts. So, das Gefühl, ich brauche ein paar Level. Apropos Level. Habe ich überhaupt Vita noch? Ja. Also. So. Nichts, okay.
Dann nehm dich. Boah. Bonk, bonk, bonk. Also was? Ist doch voll dämlich, aber ich werde Erdschütter ausrüsten. Ich setze sowieso keine Magie ein. Das Ding sieht einfach besser aus. Ich glaube, es hat sogar ein bisschen mehr Reichweite. So, muss ich ihn überhaupt hin? Ach so, ja, boah. Boah, lag mich. Geht's weiter. Ich gehe. Ich geh. Ja, hier kommt man da hin. Ah. Dieser Garten und dann ist er jetzt so ein Weg, den man mit Terra betreten kann. Genau. Ich kämpfe jetzt nicht nur gegen euch, oder? Doch, komm. Ah, ich war unbesiegbar. Ah. Überhaupt immer noch gar nichts zurücklegen. Ich bin ja schon Level 3 jetzt. Ist, glaub ich, auch Maximum ist. Da ja, kann ich doch locker dran, oder? Mein Gott, ist da tot. Alles klar, was will denn Break von uns? Übrigens, er stellt sich ja nie unter diesem Namen vor, glaube ich. Aber wir wissen trotzdem, wie er heißt. Und da ist eine Truhe. Das sehe ich sofort, ja. Wo ist meine Falle? Ich voll Angst darauf zu stehen, ne? Da irgendwie gar nichts irgendwie festgehalten. Master Xehanort! Wie hat er ihn da bemerkt? Er hat überhaupt nicht dahin geguckt. Denkst du, da ist er ja. What are you after? That thing right there. It's called the Keyblade, isn't it? Yep. Seems like these days everybody's got one of those. Even Grandpa. Das stimmt sogar. When I nabbed him, he told me all about it. What a weapon like that. Warte, erst ab bis Kingdom Hearts 2. How could I not want one? Well, you'll find they're picky about their owners. Ah, if I heard the old guy right, you're what they call Keyblade Master Material. So if I defeat you, that makes me the real Keyslinger. If you catch my drift. Not the most polite way to go about it. But what can you do? One more step and the coot goes boom. You think I'm gonna fight fair? As if. That key's too powerful for us to go mano a mano. For a Keyblade Master, you're not very... What's the word? Good. Übrigens geile Musik im Hintergrund. Black Powder, glaube ich, heißt das Lied. Never mind me. You must fight. You can't let this ruffian win. Think of your master, Ericus. The shame he and your fellow pupils would be forced to bear. Use the Keyblade. Alles klar. So much for the bluff. Alles klärchen. Komm mal her. Jetzt kämpfen wir mal wieder. Obwohl, ich habe heute schon gegen den gekämpft. Eine Aquas-Story. Aber egal. Wir sehen den mysteriösen Break. Komm mal her. Hi.
Rückblick zu Kingdom Hearts 2. Renn doch gar nicht. Twistert. Vielleicht aufpassen. Ich glaube, das zieht ein bisschen viel ab. Autsch. In den Kampf muss man aufpassen. Ich wollte gerade sagen, auf den Typen muss man ein bisschen aufpassen. Er ist wahrscheinlich einer der stärksten Storybosse im Spiel. Aber er ist auch der beste Charakter, also. Verständlich, ne? Komm her, Puff. Richtig so, ja. Schieß doch! Du verarschst mich hier ein bisschen, kann das sein? Ein paar Fernkampfdinger hier einsetzen sollen. Aber ich kann aber auch nichts machen, wenn ich einmal getroffen werde, ne? Mit Terra. So ein Gefühl. Boah. Der war zu früh. Ich kann aber die ganze Zeit wegkriegen und warten, bis Vita sich auflädt, aber. Da kommt schon einer an. Was da? Boah. So, jetzt aufpassen. Sehr gut. Laran, okay. Boah. Wollte ich nicht einsetzen. Nein, das gibt's doch nicht. Wurf. So kann ein Absender. Das gibt's doch nicht. Ja, so schwer ist er nicht, wenn man ihn einmal raus hat. Wenn man das hier hat. Wow. So, jetzt komm. Nein. Na komm, soll ich dich so kaputt hauen? Und zack. Nein. Wie? Jetzt aber. Puff. Ausgezeichnet. Oh, mir macht der Kampf Bock. Den Vogel vom Himmel runtergeholt. Guck mal, ich kann fliegen. Ja, jetzt wissen wir, wie das passiert, ne? This power. Ich weiß gar nicht, dass der Super Mario ist. So schnell runterkommen. Egal. But I was consumed by anger, hatred. That was the power of darkness. Darkness that you channeled. No. I succumbed to it. Just like when I stole Princess Aurora's Heart of Light. I can never return home now. I'm a failure. Then don't. You could be my pupil. Master Ericus, you see, is so afraid of darkness that he too has succumbed. Not to darkness, but to light. It shines so bright, he forgets that light begets darkness.
And Aqua and Ventus, their light shine too bright. It is only natural that they cast shadows on your heart. Ericus, he's such a fool. Light and darkness, they are a balance, one that must always be maintained. Terra, you are the one who shows the true mark of mastery, but he refuses to see it. And I know why. It is because he fears you. Join me. You and I can do the world's much greater good by wielding light and darkness in equal shares. Master Xehanort. See more worlds. Seek out the darkness that upsets the balance. Find Vanitas and bring an end to him. Master Terra. Na, wenn das nicht mal sehr subtil ist. Düsterareal. Und Xehanort-Bericht Nummer 2. Ja, das war, ja, ich weiß nicht. Er hat einen sehr komischen Nachgeschmack im Mund. Terra! Take me with you. I can't do that, Ben. Why not? I just... When I really need you, Ben, I know you'll be there. Well, why wouldn't I? You're my friend. Yeah. You're right. Thanks, Ben. Ja. Währenddessen. Hey, you old coot! You said I wouldn't get hurt. I didn't sign up to be collateral damage. No way, as if! Okay, fine. Just put that down. You still need me. You still need me to do something, right? And all I'm asking is that you hold up your end of the bargain. I mean, what's a little scratch on my face, huh? All things considered. I'm just lucky you didn't steal my heart like Princess whatever it was. That would have ruined my week for sure. Unlikely. A powerful light still lives inside of Terra. You see, people like him, they don't have the power to steal hearts. So wait, you mean he's not the one who stole her heart? Ich genieße einfach jede einzelne Szene mit Xehanort. Auch einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. So, und da man von denen... Also vom Break sieht man, glaube ich, in Terra Story nichts mehr. Und ich möchte nur mal anmerken, Break ist mehr oder weniger die rechte Hand von Xehanort, den Hauptbösewicht in Kingdom Hearts, mehr oder weniger. Der für alle Sachen verantwortlich ist. Das möchte ich nur mal anmerken. Ich habe da so eine Theorie, was Break angeht. Worauf ich sehr viel später erst drauf zurückkommen werde wahrscheinlich. Und ja, ich würde sagen... Ich habe das hier alles in zwei Parts gesplittet, ne? Eine Stunde hat das hier gedauert, beides.
In der nächsten Folge gehen wir nach Disney-Stadt, wo ja eigentlich nichts Besonderes eigentlich passiert. Aber bis dahin werde ich wahrscheinlich ausgehen, so ein paar Sachen machen. Weiß nur noch nicht was. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich brauche eigentlich nichts. Nö. Mal schauen. Jedenfalls werde ich ausgehen, ein paar Sachen machen. Weiß nur noch nicht was. Ich werde schon sagen, in der nächsten Folge was. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen. Es würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts. Ah, Birth by Sleep, Final Mix. Danke euch alle herzlich fürs Zuschauen und sagt Tschüss. Bis zur nächsten Folge.